der Faktor Zeit ist ganz, 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 ganz entscheidend. Und die Sache ist die, die Tropen sind saumäßig alt. Die Landmasse ist alt. Der Teil der Kontinente, der im Bereich des Äquators so angesiedelt ist, der ist da schon sehr, sehr, sehr lange. Und aufgrund dessen hatten die dort ansässigen Pflanzen einfach sehr, sehr, sehr lange Zeit, ohne Unterbrechung, sich an ihren Mikrolebensraum, das nennt man ökologische Nische, ganz, ganz, ganz genau anzupassen. Man kann sich ja nur konkurrenzmäßig gegen die anderen durchsetzen, wenn man in irgendeiner Kleinigkeit unter den entsprechenden Lebensbedingungen, unter denen man leben möchte, gerade als Pflanze, irgendwas besser macht als die anderen. Und damit passt man sich dem einen kleinen Lebensraum, in dem man leben möchte, einfach so gut an, dass die anderen nicht so gut angepasst sind. Und das ist eine ökologische Nische. Soll heißen, dass eine Moos, das bei Lichtintensität von 17,5% am besten wächst, ist das Moos, was sich da dann durchsetzt. Ganz simpel ausgedrückt. Das ist natürlich noch viel komplexer. Und in den Tropen war halt so lange Zeit, dass das wirklich ein Level erreicht hat, wo das so diffizil geworden ist, dass es wirklich auf halbe Prozente Lichtintensität einfach mal ankommt. Beispielsweise. Hingegen in Sibirien, da haben wir noch gar nicht so lange Zeit gehabt für die dort vorkommenden Arten, seien es jetzt Pflanzen oder Tiere, um sich entsprechend zu differenzieren. Die ganze Landschaft ist überhaupt erst seit frühestens 10.000 Jahren für Pflanzenwachstum überhaupt zu gebrauchen. Davor war da Eis und nix. Höchstens noch ein paar gefrorene Bakterien, aber das war's dann auch. Das soll heißen, die Landschaft an sich, die dort vorkommenden Arten, die können ja nichts dafür, dass da Eiszeit gewesen ist. Soll man das jetzt denen quasi nachteilig anrechnen, indem man sagt, ein Tropenwald ist mehr wert als eine Taiga, weil es da weniger Arten gibt? Da tue ich mich halt eben enorm schwer. Nochmal so ein anderes und dann, ja. Das lasse ich jetzt einfach mal so dastehen, weil ich glaube, die Frage kann man auch nicht wirklich so richtig beantworten, inwiefern jetzt die Biodiversität unglaublich wichtig ist. Es ist sicherlich schön, wenn viele Arten irgendwo da sind und man findet das irgendwo emotional, empfindet man das als gut, aber ist das überhaupt notwendig? Ich kenne jetzt auch kein Argument, was gegen einen Wert von Biodiversität sprechen würde. Außer eben, dass man sagt, die gibt's nicht überall. Warum muss sie dann besonders hoch sein? Ob das ein gutes Argument ist, kann ich nicht sagen. Das ist das Einzige, was mir weit und breit irgendwie einfällt. Jedenfalls, der Gedanke, dass man die Biodiversität nur deswegen erhalten muss, weil sie da ist, das weiß ich nicht, ob das eben korrekt ist, weil wir ja gesagt haben, Natur ist nicht Konservation. Man kann die Natur nicht konservieren, man muss nicht schützen, was da ist. Was man schützen muss, ist meiner Meinung nach der Prozess. Der natürliche Prozess, der abläuft, dass dieser möglichst so ablaufen kann, dass wir ihn nicht stören und er so natürlich wie möglich abläuft. Soll heißen, es entwickelt sich ein junger Wald und den sägen wir ab. Dann war das definitiv eine krasse Störung. Oder es entwickelt sich eine beliebige Vegetation auf einem Boden und wir gehen hin und baggern den Boden weg. Oder schmeißen Beton drüber und pflastern ihn zu. Dann ist das auch eine erhebliche Störung. Und ich glaube, eine Störung auf dem Level ist definitiv ein Eingriff, ein derartig krasser Eingriff in den Prozess Natur, dass das auf jeden Fall vielleicht wirklich schlecht ist. Auch wenn die Natur nicht zwischen gut und schlecht unterscheidet. Gut, und damit ich auch irgendwann mal fertig werde, kommen wir jetzt noch zu dem einen Punkt, das Problem, das ich noch mit dem Artenschutz habe. Nämlich, jetzt haben wir ja Arten, die sind selten und deswegen sind sie geschützt. Und jetzt haben wir eben geklärt, was ist denn die Ursache, weshalb die Art selten ist? Macht es überhaupt Sinn, ein Schild dran zu stellen und zu sagen, die ist jetzt geschützt? Wie gesagt, wenn sie bejagt wird, dann macht das Sinn. Wenn der Lebensraum hingegen zerstört wird, wo die Art vorkommt, dann hilft das auch nicht viel. Da haben wir jede Menge Beispiele für. Ich hoffe, ich habe ein paar erwähnt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall einen riesigen Berg an Beispielen dafür, wo das überhaupt nichts gebracht hat, das unter Schutz stellen. Eben gerade bei den kleinen, unbedeutenden Sachen, wo eh kein Mensch weiß, wie dieses Ding aussehen soll.
Und gerade bei Käfern, die kein Mensch kennt, ganz wenige Leute kennen überhaupt nennenswerte Anzahlen an Schmetterlingen und kaum jemand kennt auch nur ansatzweise ein 0,5% der in Deutschland vorkommenden Insektenarten. Ach, 0,1% kennen viele nicht mal. Inklusive mir. Ja gut, vielleicht kriege ich 0,1%. Na, das traue ich mich schon nicht. So. Und ja, das ist halt eben den Lebensraum muss man schützen. Und deswegen ist es auch richtig, wenn man den Lebensraum schützen will, dass man dann sagt, man macht ein Totalreservat draus. Das kann man sich aber auch wieder streiten. Ach, das muss ich jetzt auch noch einbauen. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber das baue ich jetzt doch noch ein. Dann ist der rote Faden zwar mal wieder so. Aber trotzdem, ganz wichtig, beim Schützen der Natur, beim Konservieren der Natur, wenn man das mal wieder versucht, oder einen Lebensraum schützen zu wollen, muss man immer noch beachten, macht man ein Totalreservat, soll heißen, Käseglocke drüber und dann darf nichts mehr gemacht werden, oder sagt man, man schützt es durch Nützen. Also angepasste, schonende Nutzung in diesem Lebensraum, um damit sogar noch vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen und eben nicht automatisch viel Geld dafür zahlen zu müssen, dass das, was dieses Stück Natur uns ansonsten an Ressourcen bieten würde, jedes Stück Natur bietet uns irgendwelche Ressourcen, immer, wenn es nur Sauerstoff oder sonst was ist, jedenfalls muss man das, was einem dann an Ressourcen fehlt, wenn man die Käseglocke drüber gemacht hat, in irgendeiner Form kompensieren. Und das halte ich jetzt für eine ganz beschissene Idee. In vielen Fällen. In manchen Fällen geht's auch. Wenn man jetzt großflächig hergeht und sagt, oh, das ist ein alter Wald, den müssen wir schützen. Bumm, Käseglocke drüber. Darf nicht betreten werden, der Förster darf auch nicht rein, keiner darf da irgendwas machen. Die Natur darf dort tun, was sie möchte. Ist an sich gut. Problem ist jetzt, wenn wir das zu sehr übertreiben und zu viele solcher Flecken ausweisen und sagen, die Natur darf doch tun, was sie möchte und wir gehen da nicht mehr rein als Mensch, dann haben wir auch kein Holz. Und das ist was ich auf diesem Kanal schon ganz oft erzählt habe und deshalb ganz kurz fassen werde. Die Alternative zu in Deutschland kein Holz fällen ist Holz importieren. Solange wir keine Möglichkeit gefunden haben, unseren Holzbedarf drastisch zu reduzieren, bevor wir alles unter Schutz stellen, nicht hinterher, bevor wir alles unter Schutz stellen, müssen wir es geschafft haben, dass ohnehin keiner mehr Holz haben möchte. Solange Holz aber noch einen hohen Wert darstellt, besteht die Alternative zu unter Schutz stellen im Holzimport. Und Holzimport ist allein deswegen doof, weil Holz schwer. Die Ökobilanz von einem paar Tonnen wiegenden Stamm Holz, den man aus dem tiefsten Sibirien nach Deutschland fahren lässt mit einem LKW, ist katastrophal scheiße. Und Holz ist deswegen so begehrt, ein großer wesentlicher Faktor dabei, ist halt eben die hervorragende sogenannte Ökobilanz von Holz. Soll heißen, man braucht nur ganz wenig Energieaufwand, fossiler Art, fossile Energie, also oder auch regenerativer Energieaufwand, ist völlig wurscht. Der Energieaufwand zur Bereitstellung von Holz ist extrem gering. Motorsäge, zum, brrrt. Baum liegt da, Baum muss kurz aus dem Wald geschleift werden und durch ein kleinflächiges Netz an Sägewerken, was wir in Deutschland immer noch haben, auch wenn es nicht mehr ganz so kleinflächig ist, sind die Transportwege von Stamm ins Sägewerk sehr kurz. Das Aufbereiten von Holz ist trotz hochmaschineller Sägetechnik und so weiter und so fort immer noch viel energieeffizienter als einen riesigen Alubalken aus dem Boden zu schmelzen, muss man ja sagen. Das Aluminium kommt ja so im Boden vor und das musst du erst rausschmelzen mit extremem Energieaufwand, mit extrem heißem Feuer, um es dann im noch extrem heißeren Feuer zu bearbeiten und daraus dann einen Stahlbarren zu machen, den man dann ebenfalls mit dem LKW durch die Gegend fahren muss. Und da ist der Energieaufwand bei Holz einfach so viel im Vergleich zu sowas. Und das ist nicht übertrieben. So, aber da Holz gebraucht wird, ich spare mir jetzt zu erzählen, warum, muss man es dann halt eben auch sonst wo importieren und das ist ein großes Problem. Außerdem ist es einfach meiner Meinung nach aus Gründen der Gerechtigkeit nicht fair, dass wir sagen, ha, wir sind ein reiches Land, wir schützen unseren Wald und jetzt gehen wir irgendwo in ein armes Land und holzen da alles ab, weil wir ja immer noch Holz brauchen, weil
die können sich ja eh nicht dagegen wehren, weil wir ja ein reiches Land sind und ihnen viel Geld für ihr Holz geben. Und dann importieren wir es zu uns und bauen uns schöne Holzhäuser und schöne Mahagoni-Wandverkleidung und ähnliches. Und ja, ist doch mir egal, ob bei denen da drüben, da irgendwo ganz weit weg, der Regenwald langsam abgeholzt wird. Und selbst wenn man das als Deutscher eigentlich nicht möchte, geht man vielleicht trotzdem in einen Baumarkt und sieht dort, oh, da gibt es aber schönes Holz und das hat so eine tolle Farbe und das ist so günstig, das kaufe ich mir jetzt. Und vielleicht, in Deutschland ist das nicht so sehr das Problem, aber größtenteils in den USA, und die USA sind ein riesiger Holzabnehmer, gerade auch für Tropenholz, handelt es sich dann bei Holz aus illegalem Einschlag. Sprich, da hat man nicht nur das Land ausgebeutet, indem man einen vergleichsweise viel zu geringen Preis für ein unglaublich qualitativ hochwertiges Produkt wie Tropenholz bezahlt hat, sondern man hat das Land sogar noch mehr ausgebeutet, weil das Land davon überhaupt nichts mitbekommen hat, beziehungsweise die Bürger des Landes, sondern man damit nur die Holzmafia bezahlt hat, die dort mordet, stiehlt, vergewaltigt und quasi die Einwohner besagten Landes versklavt. Haben wir in Indonesien nahezu überall solche Holzmafias. Ganz viel Böses stellen wohl auch die Chinesen, also Teile der Chinesen natürlich. Da muss ich jetzt in diesem Fall ausnahmsweise mal sagen, dass man jetzt nicht die ganzen Chinesen in einen Topf schmeißen darf. Darf man ja generell natürlich nie, bei keinem Land. Aber es gibt chinesische Unternehmen, die gerne mal in den chinesischen Nachbarländern südlicher Art allen möglichen Raubbau im Walde betreiben, eben die dort vorkommenden ziemlich tropischen Regenwälder abholzen noch und nöcher, das Ganze nach China zurückfahren, unter Umständen in China verarbeiten und dann als legales chinesisches Produkt in die USA schiffen. Weil wenn es in China verarbeitet ist, dann ist das Herkunftsland China und nicht irgendwo sonst wo. Nenne ich jetzt mal ganz plakativ so. Das ist also ein großes Problem, wie man eben irgendwelche Tools zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlages in den Tropen umgehen kann. Einfach woanders verarbeiten, dann kommt ein neues Label drauf und kein Mensch weiß mehr, wo das Holz, das in China verarbeitet worden ist, eigentlich hergekommen ist. Hochdiffizil. Da arbeitet man zwar dran, aber das ist immer noch, da gibt es immer noch ganz, 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 ganz viel Schindluder, was da getrieben wird. Das wäre übrigens auch durchaus mal eine Sache, wo der Naturschutz Geld investieren könnte, anstatt diese eine Orchidee in sonst wo, bei uns irgendwie auf der Schwäbischen Alb oder was, für ein paar Millionen Euro im Jahr schützen zu lassen. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Gut, das wollte ich jetzt noch schnell gesagt haben zum Thema konservierender Naturschutz, dass man Käseglocke drüber macht. Wie gesagt, die Alternative ist eben eine gute, verträgliche, naturnahe Forstwirtschaft, die einen Wald mit einer ebenfalls recht ordentlichen Artenzahl erhält, in denen die meisten waldtypischen Prozesse noch ablaufen können, in einem Umfang, der dann halt in Gottes Namen irgendwie reichen muss. Aber er ist noch vorhanden, also auch diese alten Waldprozesse, die Prozesse in alten Totenbäumen, Totholz ist dann noch vorhanden. Klar wäre mehr Totholz wünschenswerter, aber dann könnte man auch wieder keine Forstwirtschaft betreiben und dann ist es halt eben das gerade beschriebene Problem, Holzimport. Gut, das war jetzt noch das und jetzt kann ich endlich sagen, wenn wir eben bei den Ursachen einer seltenen Art sind. Warum ist die Art selten? Gibt es halt eben neben, wir haben sie ausgerottet, weil wir sie essen wollten, als Potenzmittel, weil sie schön aussieht und wir sie uns in die Blumenvase stellen wollten, oder wir haben den Lebensraum kaputt gemacht. Gibt es jetzt noch den Fall, wo die Art einfach natürlich selten ist? Und das ist jetzt auch noch mal was ganz, 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 ganz Entscheidendes. Und dafür habe ich jetzt ein konkretes Beispiel aus dem Nationalpark Nordschwarzwald, bei dem ich mich ja eigentlich auch schon das eine oder andere Mal ein kleines bisschen aufgeregt habe, aber nie gefilmt bzw. hinterher rausgeschnitten habe. Da gibt es nämlich zum Beispiel ein Tier, das bei denen hochprominent ist und mit dem sie gerne Werbung machen, um zu sagen, bei uns ist toll, wir haben da so ein cooles Tier. Und damit meine ich jetzt nicht den Auerhahn, der ist noch mal ganz diffizil. Das ist ein eigenes Video. Aber dieses Tier geht mir gehörig auf den Keks, denn warum ist der 3-Zehen-Specht so unglaublich selten im Schwarzwald und warum ist der 3-Zehen-Specht in Deutschland so selten und
damit ja, wunderbar, unglaublich wertvoll, weil er halt selten ist. Wird ihm eben ein Wert an sich zugesprochen, der ist selten, den müssen wir schützen. Und was macht man dafür? Man erschafft zusätzlichen Fichtenmonokultur, weil das braucht der. In einem Wald, in dem eigentlich ein Tannenbuchen-Mischwald stehen sollte, in einer Höhenlage. Das wissen die Nationalparkmenschen auch. Das erzählen die auch auf Führungen. Aber gleichzeitig lassen sie da halt einen riesigen Haufen Fichtenwald stehen. Reiner Fichtenwald, Fichtenreinbestand wie in der Taiga, wo nämlich der 13-Specht komischerweise recht häufig vorkommt, damit halt eben im Schwarzwald eine winzig kleine Population, die wahrscheinlich sowieso ausstirbt, weil sie zu klein ist, vom 13-Specht noch da sein kann. Und das ist ein Fall, in dem was geschützt wird, was sich am krassen Rand seines Verbreitungsgebiets befindet. Und jetzt muss man wissen, dass jede Art, insbesondere bei Tieren, das Verbreitungsgebiet jetzt auch nicht starr ein Kreis auf einer Karte ist, der sich nicht bewegt. Das gibt es nicht in der Natur. Es gibt keine starren Grenzen, nur in ganz seltenen Ausnahmefällen und dann nur, weil dann zum Beispiel die Wüste anfängt oder das Meer. Das wäre eine wirklich starre und krasse Grenze. Alles andere sind fließende Übergänge. Und bei Verbreitungsgebieten ist das in den allermeisten Fällen auch ein solcher fließender Übergang. Deshalb findet man auch gelegentlich Bäume, von denen ich erzähle, dass die bei euch gar nicht wachsen, da wo bei euch. Also es gibt es häufiger, dass mal einer schreibt, aber bei mir steht der Baum ja. Und du hast gesagt, der kommt da gar nicht vor. Ja, das ist halt eben nur Hauptverbreitungsgebiet, diese Blase, die in der Karte eingezeichnet ist. Und eigentlich ist im Hauptverbreitungsgebiet des 13-Spechts der Schwarzwald nicht mehr drin. Aber, ich habe hier ein rosa Feuerzeug übrigens, mit dem ich rumspiele, kann nicht irritiert sein. Aber er ist halt eben am Rande des Verbreitungsgebiets. Vielleicht handelt es sich beim 13-Specht im Schwarzwald sogar noch um eine Reliktart, die noch aus der Eiszeit kommt. Oder aus der kleinen Eiszeit, die am Ende des Mittelalters stattgefunden hat. Das war einfach eine Kaltphase innerhalb der Warmphase. Kann sein, dass er sich da eben über den vorrückenden Fichtenwald, der damals noch ein bisschen in der Ausbreitung begriffen war, vielleicht eventuell auf diesem Wege dann da irgendwie im Schwarzwald angesiedelt ist. Ich kenne jetzt die genaue Populationsentwicklung vom 13-Specht nicht. Ich bin mir aber eben sicher, dass der nichts zu suchen hat in einer Region, in der der Lebensraum, den der 13-Specht braucht, genauso wie der Fichtenkreuzschnabel übrigens, das ist genauso ein Fall, eigentlich natürlich gar nicht vorkommt. Das ist kein Naturschutz, das ist das Erhalten einer Relikt. Und das ist jetzt die große Frage, ob man das tun muss, weil der unglaublich wichtig ist. Wenn man jetzt sagt, man hat wirtschaftliche Interessen, dass der Nationalpark beliebter wird für den Tourismus, indem man da sagen kann, wir haben auch einen 13-Specht und einen Fichtenkreuzschnabel. Und deswegen haben wir da halt ein riesiges Hektar, mehrere Hektar großes Areal von vergammeltem Fichtenwald quasi stehen gelassen, obwohl hier eigentlich Buchenwald hingehört, und werden auch dafür sorgen, dass das schön Fichtenwald bleibt und den eventuell auch noch ausweiten, sollten wir doch nochmal 3 zusätzliche Exemplare Fichtenkreuzschnabel oder 3-Zehenspecht bekommen. Das ist meiner Meinung nach einfach blöde. Klar, aus wirtschaftlicher Sicht mag es vielleicht Sinn machen, aber da ein Nationalpark, wenn man einen hat, ohnehin schon Schweinegeld, Steuergeld, verschlingt, das ist immer so, es gibt keinen Nationalpark, der seine Kosten trägt. Finde ich das sehr, 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 sehr diffizil. Und das wäre jetzt halt eben so ein Fall, wo man eine Art schützt, die eigentlich zum Aussterben verdammt ist und aussterben sollte, weil sie nur eben da ist, weil es eine kurzfristige Populationsschwankung gegeben hat, die bis da gereicht hat und da ein reliktisches kleines Vorkommen noch übrig ist. Das gibt es in vielen Fällen. Gerade eben findet man in den deutschen Mittelgebirgen teilweise noch alpine Arten, die eben noch aus der Eiszeit da reingeruckt worden sind. Und man kann auch in den Alpen aus der, das nennt sich übrigens arktisch-alpische Disjunktion, nur um mal einen Fachbegriff aus dem Hut gezaubert zu haben, als es noch Eis auf Skandinavien gab, das weit nach Deutschland reingereicht hat, und Eis in den Alpen gab, das weit nach Deutschland reingereicht hat, war es möglich, für Arten, die in der Mitte vorkamen, sowohl nach Norden als auch nach Süden, dem Eis hinterher zu wandern
Und deswegen haben wir den Gletscherhahnenfuß beispielsweise, sehr schöner, kleines weiß-gelbes Blümchen, also weiße Blätter, so ein gelber Blumenkranz, sieht eigentlich fast aus wie alle Hahnenfüße, wird nur so super klein, ist wirklich ein ganz schönes Pflänzchen, eine meiner Lieblingspflanzen, unter dem Blümchen, nicht unter den Bäumen natürlich. Der Gletscherhahnenfuß kommt genau so in Skandinavien und in den Alpen vor und hat 2000 Kilometer zwischen sich, in denen er nirgendwo wachsen kann. Bis auf vielleicht in ganz hohen Hochlagen vom Schwarzwald oder eventuell noch auf dem Brocken im Harz. Aber sonst, das nennt sich arktisch-alpische Disjunktion. Stammt noch aus der Spätphase der Eiszeit, als das Eis zurückgegangen ist, haben sich die Arten dann da so entwickelt. Und auf solchen Prozessen, einer ähnlichen Art, da gibt es dann auch Fachbegriffe, da gibt es noch mehr solche Disjunktionen, die einen Namen haben. Aber aus so einer Disjunktion basieren könnte eben auch noch dieses Fichtenkreuzschnabel und Dreizehenspecht vorkommen aus dem Schwarzwald herrühren. Das, was reliktisch ist, das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn wir im Rest vom Schwarzwald jetzt langsam wieder auf die natürliche Baumartenzusammensetzung umsteigen wollen, dann haben die da keine Chance. Das handelt sich nur dabei um ein paar Viecher, die man aus irgendwelchen Gründen jetzt früh noch ein paar Jährchen länger da quasi halten möchte, bis sie ohnehin von sich aus aussterben. Es sei denn, man sagt, man baut den gesamten Schwarzwald um und pflanzt da wieder reine Fichte. Aber genau das will der Naturschutz ja nicht. Der Naturschutz will ja überall die Fichte weghaben und die natürlichen Baumarten halt wieder hinhaben. Und da ist man nicht konsequent. Wobei ich jetzt natürlich auch nochmal fairnesshalber sagen muss, das ist kein Nordschwarzwald, Nationalpark Nordschwarzwald Problem. Das ist ein generelles Problem in ganz vielen Großschutzgebieten, dass sie da halt noch den ein oder andere prominente Art rumliegen haben, die sie dann quasi gesondert mit einem wahnsinnigen Aufwand schützen, obwohl es keinen Sinn macht und gegen die Natur gearbeitet ist irgendwo. Aber das ist in vielen, vielen Naturschutzgebieten eben der Fall. Ich glaube, das ist vielleicht auch deutlich geworden. Ich könnte jetzt noch diverse andere Sachen erzählen, aber da der Sonnenstand jetzt langsam doch kritisch wird und ich mir ja noch meine Currywurst zubereiten möchte, glaube ich, das ist ein ganz guter Punkt, um jetzt einfach mal Schluss zu machen. Es gibt da noch einiges zu sagen, was ich dann bestimmt irgendwo anders nochmal unterbringe. Und ich habe ja vor, das noch viele Jahre zu machen hier. Und deswegen soll es das erstmal gewesen sein. Zur Wurst gibt es wahrscheinlich auch gleich noch ein Video, außer ich habe keine Lust. Aber ich sage euch jetzt trotzdem mal, macht's gut, schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Video war mir auch eine Herzensangelegenheit. Und bis zum nächsten Mal.